Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SoTalk. Heute bei uns zu Gast der Patrick Straubhaar, besser bekannt als Pedu. Herzlich willkommen bei uns. Hallo Remo. Pedu, du bist dreimal hintereinander zum besten Fahrlehrer im Kanton Solothurn gekürt worden und 2016 sogar zum drittbesten Fahrlehrer in der Schweiz. Wenn es einer muss wissen, dann du. Was macht einen guten Fahrlehrer aus? Ja, ist sicher, dass es sympathisch ist im Fahrzeug, vor allem nicht, dass es so ein bisschen entspannt ist und nicht so aggressiv oder hässig, weil dann können die Schüler nicht lernen. Es muss eine lockere Stimmung sein, dass sie ein bisschen lachen können. Aber gleich, wenn es wichtig ist, dass man gleich sagt, auf das muss jetzt aber wirklich schauen, das ist wichtig, das ist auch gefährlich, dass man da ein bisschen darauf schauen kann. Ja. Du bist erst seit 2013 als Fahrlehrer unterwegs. Vorher bist du Betriebsleiter von einer der grössten Kartbahnen im Kanton. Wie ist es zu diesem Entschluss gekommen, zu diesem Wechsel, dass du jetzt zur Fahrschule willst? Ja, das ist, ich habe dort auch gelebt natürlich. Das war mein Leben gewesen, 13 Jahre lang. Bin ich dort Betriebsleiter gewesen. Das war etwas, was ich sehr gerne gemacht habe. Und Tag und Nacht gewesen. Und das hat einfach Freude gemacht. Wir hatten hinten dran ein WAP-Center, wo ja Neulenker die Kurse dürfen machen. Und das war ein bisschen so der Bezug dazu. Okay. Und plötzlich hat sie gesagt, das wäre noch etwas, das würde mich noch reizen. Du bist aber auch Rennkart gefahren und Autorennen. Hast du vielleicht ein paar Anekdoten zu dieser Zeit? Wir können uns vielleicht auch noch ein paar Fotos anschauen. Ja, das ist so ein Drifter, kann man sagen. Das ist so ein bisschen ein Eigenbau, wo man einfach, das ist ein bisschen mehr zum Fun. Einfach etwas, was richtig Spass macht, wo man ein bisschen quer kommt. Driften ist quer. Quer, ja. Quer. Seitwärts raus schauen. Ja, das macht man auch mit Auto, unter Umständen. Ja, wir sind jetzt gerade in Lappland und auf gefrorenen See, 15 km Piste, wo Formel-1-Strecken nachgebaut sind, mit Porsche. Und das machen wir einfach einmal im Jahr. Okay. Hand aufs Herz, die Zeiten so von diesem Rennenfahren, vermisse ich das im Alltag? Oder? Nein, ich vermisse es nicht, aber ich bin sehr froh, dass ich es hatte. Weil die Zeit dann, die war mega schön, die Rennenfahren, die auch Stress vom Morgen bis am Abend immer unter Volldruck war, du willst gewinnen, weil der zweite war der erste Verlierer. Ja. Und darum geht es mir eigentlich auch jetzt so, gäng noch bei der Fahrschule, wenn ein Schüler erst beim zweiten Mal besteht, habe ich eigentlich nicht gewonnen. Mhm. Ich wollte, dass er beim ersten Mal besteht. Okay. Die Geschwindigkeit zieht sich die aber nicht in den Strassenverkehr durch. Wenn du privat jetzt alleine unterwegs bist, bist du immer noch gerne ein bisschen auf dem Gaspedal? Nein, zum Glück nicht mehr. Okay. Die schlimmen Jahre sind vorbei, als ich ein bisschen schnell unterwegs war. Und man wird älter und vernünftiger. Und auf der Rennstrecke hat es mal eine gefährliche Situation gegeben? Oder hast du das immer im Griff gehabt? Ich hatte wirklich Glück. Ich hatte nicht viele Schäden. Kleine Blechschäden oder so, das hat man immer gehabt, das hat dazu gehört. Aber nicht grosse Überschläge oder irgend so, wie ich von Kollegen gesehen habe. Und da hatte ich immer ein bisschen das Gespür, zum richtigen Ort ausweichen. Ja. Regst du dich heutzutage über Sonntagsfahrer auf? Nein, weil es ist sehr wichtig, dass man ein bisschen tolerant ist aufeinander. Dass man ein bisschen sagt, ja komm, jetzt ist halt jetzt ein bisschen langsamer, dann fahre ich auch ein bisschen langsamer. Wichtig ist, dass man genug Zeit geplant hat und halt weiss, es ist ja heute auch sehr viel Verkehr auf der Straße. Wenn man Zeit geplant hat, dann kommt das gut. Kommen wir vielleicht auf deine Fahrschule und gerade ganz bei den Anfängen an, und zwar bei den Anfängen von dir. Wie war deine erste Fahrstunde, die du genommen hast? Die ich selber genommen habe? Ich bin leider schon ein bisschen älter und kann mich nicht mehr so genau erinnern. Es war aber bei mir so, ich habe schon mit 16 gewusst, dass ich Auto fahren wollte. Das war für mich wichtig. Und ich hatte dann ein 40er-Schnackerli, also ein K, gekauft. Ja. Also ich war auch einer von diesen Sonntagsfahrern. Okay. Und dort durfte man alleine fahren mit dem. Hast du das Gefühl, die Autoprüfung heute ist anders als früher? Oder schwieriger oder leichter? Oder? Also der Verkehr hat extrem zugenommen. Also es ist sicher schwieriger, man muss heute viel mehr aufpassen und man muss können gut fahren, dass man sie besteht. Wenn ein Fahrschüler oder eine Fahrschülerin das erste Mal bei dir im Auto hockt, merkst du, das gibt eher einen kurzen Prozess, die wird schnell zum Bilet kommen oder hast du schon das Gespür, das geht ein bisschen länger? Ja, das spürt man relativ schnell, so nach 10 Minuten fahren und ein bisschen reden mit dem Schüler, spürt man schon, da ist ein bisschen Talent rum, das geht. Und
jeder hat so, kann etwas besser. Und der kann besser Auto fahren, der kann besser lesen. Mhm. Aber denen helfen wir auch, das okay. kommt auch gut. Was ist so der Durchschnitt? Wie viele Fahrstunden hat man heute zur Prüfung? Das ist sehr unterschiedlich, weil es wirklich extrem darauf abkommt, wie viel können sie privat fahren. Mhm. Wenn sie wirklich pflichtbewusst privat fahren und wir geben immer Hausaufgaben mit, eigentlich. Und wenn sie die auch machen und fahren, dann kommt man schnell zur Prüfung. Schnell, das heisst? Ja, das ist auch relativ. Das ist schwierige Frage. Ist sehr schwierig, ja. So, ja. Zwischen 15 bis 20, 25 Stunden. Ja. Wie alt ist der älteste oder die älteste Fahrschülerin oder Fahrschüler gewesen, die du je gehabt hast? 82. 82. Ja, aber er hat schon mal den Ausweis gehabt. Mhm. Hat nachher einen Unfall gehabt, einen leichten. Und wenn man über 70-jährig ist, dann muss man Kontrollfahrt machen. Mhm. Und der hat, ist selber gegangen, Prüfung, hat gemeint, ja, ich fahre ja schon so lange Auto, dann kann ich das. Mhm. Und hat das natürlich nicht mehr bestehen, wenn man nicht weiss, auf was man muss schauen muss. Und hat nachher das volle Programm gemacht, Nothelferkurs, Theorieprüfung und Autofahren. Okay. Und das war sehr interessant gewesen. Wie stehst du grundsätzlich zu dem, ältere Leute im Strassenverkehr? Gibt es für dich irgendwo eine Grenze? Wo du sagst, ab dort sollte man das Billett wirklich müssen abgeben. Nein, weil jeder Mensch ist verschieden. Wir leben auch viel gesünder im Alter oben, also wir sind immer noch fitter. Früher war man mit 60 nicht mehr so rüstig, aber heute kann ein 80-Jähriger noch topfit sein. Gegen Säckeln, was ich schon ein bisschen Mühe mhm. habe, wenn ich jogge oder laufe. Und dort finde ich schon, kommt es extrem darauf an, wie ist er selber fit. Was ich gut würde finden, ist eigentlich, dass man zwischen mal so wie eine Kontrollfahrt macht. Mhm. Dass man auch ein bisschen schauen kann, was sind die neuen Regelungen, was haben wir dort für Möglichkeiten. Und so ein bisschen up-to-date machen. So einen Zwischencheck ja. quasi. Ja, das mache ich noch viel. Ja. Gesetzlich gibt es ja immer wieder ein bisschen neue Anpassungen, gerade auch was Neulenker betrifft. Jetzt auch mit der Probezeit für die Neulenker. Wie genau. stehst du zu dieser Probezeit? Ist das eine gute Sache oder stehst du dem kritisch gegenüber? Nein, ich finde, es hat Vor- und Nachteile. Gerade die zwei Kurse hat sicher der erste finde ich sehr gut, weil dort können sie wirklich noch viel lernen. Und der zweite könnte man optimieren. Mhm. Hat gute Sachen drin, es ist ein bisschen zu lang gezogen für auf einen ganzen Tag, aber dort könnte man schon optimieren. Was könnte man denn optimieren? Ja, dass man einfach von dieser Fahrzeit, sie gehen fahren, ökologisch fahren, und dort könnte man es kürzer gestalten, dass es nicht den ganzen Tag ist. Oder dass man noch mehr auf die Sicherheit geht. Sehr oft wird erzählt, dass man Geld spart beim Autofahren, mhm. weniger Most. Aber die paar Rappen, die man spart, ich finde, dort sollte viel mehr rauskommen, clever fahren, dass man vorausschauend fährt, wenn man früh auf dem Gas geht, ist es angenehmer für die Leute im Auto. Und das wird an vielen Orten schon gemacht, aber noch nicht an allen Orten. Okay. Wenn man auf deine Webseite geht oder auf Facebook, dann sieht man das, was du anfangs schon angetönt hast. Humor ist quasi ein ständiger Begleiter bei dir im Auto. Darf man sich da auf etwas Spezielles freuen, wenn man bei dir Fahrschüler ist, diesbezüglich? Ich tue immer lächeln. Immer. Am Morgen, am 6. am Abend, ich habe einfach Freude am Leben. Du bist also einer von den wenigen Menschen, der am Morgen und am Abend Mensch ist. Ja, sozusagen. Ja. Und mit dir auch so noch. Okay. Muss man Angst haben, dass man das, die sich ablenken von dir, weil die Stimme wenn so... Ich, ja, ich tue manchmal sogar bewusst ablenken, mhm. dass man gerade etwas reden, mhm. wenn es gerade ein bisschen heikel wird. Mhm. Aber so ein bisschen zum Schauen, tut jetzt der Schüler selber aufhören reden, weil das sage ich mal, hey, wenn es heikel wird, dann tust du einfach nicht mehr reden. Mhm. Konzentrier dich auf die Situation. Okay. Und das wird dann so ein bisschen bewusst gemacht. Du bist sehr aktiv auf Facebook. Was hat dich zu dem getrieben, dass du so einen aktiven Auftritt wählst? Ja, ich finde es einfach wichtig, dass man ein bisschen weiss, was mache ich, mhm. dass man vielleicht auch Tipps und Tricks hat, wo man etwas kann nützen, also was dem Schüler nützt oder der, der drauf ist. Ja, die Tipps und Tricks, das ist gerade ein gutes Stichwort. Du veröffentlichst wirklich Videos mit eben so Tipps und Tricks. Mhm. Und in so eins schauen wir jetzt gerade mal rein. Hallo, bist du auch schon mal an der Tankstelle so gewesen? Vor dran und hast gedacht, hey, wo habe ich jetzt mein Tankdeckel, links oder rechts? Dann schau doch schnell aufs Armaturenbrett. Vielleicht hast du auch hier so eine gäbige Tanksäule. Neben der Tanksäule hat es ein Pfeili.
und das Pfeil zeigt jetzt nach links. Also ist der Tank auf der linken Seite. Sehr ergebige Hilfe, wenn man nicht weiss, wo ist mein Tankdeckel. Viel Spass beim Autofahren! Genau. Von diesen Tipps und Tricks findet man Dutzende auf deinem Facebook-Auftritt. Ist dein Ziel, eine möglichst breite eine Art Informationsplattform zu schaffen, oder ist das ein Marketinginstrument? Ist schon ein bisschen beides. Weil durch das, dass die Leute eben wissen, wo beim Baden auf der Seite überkommt man ein bisschen Infos, dann gehen sie auch noch schauen. Das ist nicht einfach nur mal durchklicken und durchscrollen und schauen so an. Und wenn es angeschaut wird, gefällt mir, drückt, hilft es natürlich auch wieder. Dann schauen es vielleicht seine Kollegen noch an. So, das ist so ein bisschen eine Kombination. Okay. Ja. Jetzt gibt es ja in der Region ja zahlreiche Fahrschulen. Wie ist man da untereinander? Ist man da Freunde oder ist man Konkurrenz? Wie muss man sich diesen Markt so ein bisschen vorstellen? Nein, wir arbeiten eigentlich miteinander. Und das finde ich noch schön. Also, wenn irgendjemand etwas hat, jetzt zum Beispiel gerade bei mir, wir sind vier Fahrlehrer im Team, die Verkehrskundenkurs machen. Und das ist schon ein Miteinander-Schaffen. Da haben ein paar ihre Schüler, ein paar von mir. Und dann machen wir die Kurse zusammen. Wir haben auch vier verschiedene Eben, verschiedene Lehrer haben. Dann wird es dem Schüler nicht langweilig. Es ist nicht gäng eine Person, vier Eben und könnte vielleicht langweilig werden oder monoton. Und das ist noch wichtig, dass es eben auch dort spannend aufbauen ist und Spass macht. Und dann eben wirklich mit externen Fahrschulen, arbeitet man da zusammen? Also ja, man hat ganz extern natürlich nachher nicht mehr. Dann kannst du dann nicht mehr, von Breite her, oder? Aber wir sind... Ja, wir winken uns immer, wenn wir gegenseitig unterwegs sind. Okay. Also es ist eigentlich noch so ein bisschen wie ein Ehrenkodex, wenn man sich kreuzen tut. Ja, und an den Prüfungen ist man auch sehr oft, wo wir zusammen warten, bis der Schüler wieder zurückkommt. Und dann tut man natürlich sich auch austauschen. Okay. Ja. Prüfung ist ein gutes Stichwort, die Experten. Man hört gerne, bei diesem Experten ist es schwierig, bei dem ist es einfacher. Was ist deine Erfahrung? Ist das einfach so eine subjektive Wahrnehmung oder ist es wirklich bei den einen ein bisschen schwieriger als bei den anderen? Nein, ich weiß nicht, wie es in anderen Orten ist, aber ich weiss jetzt einfach hier, in Solothurn und auch noch Bützberg, wo ich eine Prüfung abnehme. Der grösste Teil ist Solothurn und da sind wir eigentlich sehr gut mit den Experten. Also wir können ja diskutieren miteinander, wenn es ein Problem ist. Können wir das sagen oder sie sagen es uns. Und das ist eigentlich ein gutes Miteinander-Schaffen. Und für einen Schüler ist klar, es ist menschlich, der eine passt etwas besser als beim anderen, aber wenn man gut fahren kann, kommt es bei jedem durch. Okay. Ja, also es ist nicht so, dass er die extra Latte durchfallen. Okay. Ja. Wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht, eine Fahrstunde, egal in welcher Fahrschule, kostet so um die 100 Franken, plus minus. Wenn man das so aufrechnet, dann scheint das auf den ersten Blick sehr ein lukratives Business zu sein. Ist das so? Ja, es ist wahnsinnig, was für verdeckte Kosten sind. Oder weil es ist jetzt da in der Region ist hauptsächlich so um die 90 Franken um eine Lektion. Aber was du für Kosten hast, sei das, du musst heute ein gutes Auto haben. Du kannst nicht mehr mit einem ganzes billiges Auto gehen. Die Leute wollen heute, dass du ein Auto hast, das etwas hermacht. Es gibt auch so Leute, die die Fahrschule nach einem Auto aussuchen und nicht nach einem Pedal. Finde ich schade. Und natürlich auch die ganzen versicherungstechnischen Sachen. Das ist auch irgendwie teurer geworden. Ja. Okay. Und auch berufliche Vorsorge, Altersvorsorge sollte man auch noch daran denken. Und das ist schon ein enormer Aufwand. Also hinten raus wird man nicht Millionär? Definitiv nicht. Da muss man etwas anderes machen. Ja. Gibt es so den Tipp, den du kannst geben im Strassenverkehr, etwas, wo du sagst, das ist mir ganz wichtig und jeder Fahrschüler und jede Fahrschülerin, die bei mir war, sollte immer an das denken oder diese Message mitnehmen? Ja. Das Wichtigste ist der Abstand. Heute wird viel zu nah aufgefahren, es wird zu wenig vorausgeschaut, zu nah herfahren und nicht vorausschauen. Das ist eine schlechte Kombination. Wenn man weiter vorne schaut, sieht man eher, wenn sie vorne bremsen. Man ist auch nicht so nah am Auto. Und durch das sieht man noch nebendurch, links und rechts, sieht, wie sie vorne bremsen. Und dann kann man nur das Gas wegnehmen, muss eben nicht gerade bremsen und dahinter muss auch gerade bremsen. Also Abstand und vorausschauen. Unbedingt. Wenn wir bei dir vorausschauen, wie geht es bei dir weiter? So, als letzte Frage noch. Gibt es irgendetwas Spezielles, das ansteht? Nein, wir sind sehr gross gewachsen. Wir haben auch Glück, dass die Schüler zufrieden sind. Und wir werden das auf diesem Level behalten. Und sie unterdessen ein grösseres Team schon von 5 Fahrlehrern. Und dort schauen wir auch immer, dass wir alle ein bisschen lächeln. Okay.
Merci vielmals, Patrick, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deinen spannenden Alltag. Und das wäre es schon wieder vom heutigen So-Talk. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Habt's gut und merci vielmals.